Juhu, es ist wieder soweit. Es ist Bastelzeit, Tobi-Lotta-Time. Heute basteln wir einen Donuts-Squishy. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Tobi-Lotta. Hallöchen, liebe Bastelfreunde. Ich muss euch was sagen. Ich hab euch... Ach, wie süß, ja. Auch ich habe euch alle vermisst. Und um ganz ehrlich zu sein... Ach, Menno, mir ist es sowas von langweilig. Ach, Lotta, ich weiß, dir ist es langweilig. Aber ich habe auch schon eine gute Idee, was wir heute basteln können. Etwas Squishiges. Ja, ich freue mich aufs Basteln. Ja, ich freue mich auch. Ich hoffe, ihr da draußen freut euch genauso wie ich. Und Lotta, bleibt dran und gespannt. Für diese super coole und squishige Bastelidee brauchst du Buntpapier. Ich habe mich für Gelb und Rosa entschieden. Das gelbe Stück Papier im DIN A4 Format habe ich einmal zur Hälfte gefaltet. Dann nehmt ihr einen großen runden Gegenstand, das kann eine runde Schachtel, einen Deckel oder zum Beispiel auch einen Teller sein, und übertragt es auf das Stückchen Papier. Denselben Schritt wiederholt ihr mit einem kleineren runden Gegenstand. So, dass ihr eine Art Donutform habt. Eine Stelle dürft ihr nicht durchschneiden. Dann stellt ihr euren Papierdonut auf das rosarote Papier und übertragt ihn mit einem Stift. Ebenfalls ausschneiden und die Ränder wellenartig abschneiden. Tada! Dann nehmt ihr solche Post-it-Zettelchen. Daraus schneidet ihr ganz kleine Streifchen. Wichtig ist, dass die kleinen Streifen von der Klebeseite abgetrennt werden. Die klebt ihr dann auf die Glasur. Ja, genau, das ist nämlich unsere Donut-Glasur. Und die Papierstreifchen sind die Streuseln. Ihr seht ja schon, was ich da mache, genau. Ein paar Details und ein paar Schattierungen, damit euer Donut noch besser aussieht. Dann klebt ihr die Glasur auf euren Donut. Und dann könnt ihr mit durchsichtigem Klebeband die offenen Stellen zukleben. Diesen Schritt so lange wiederholen, bis der mittlere Kreis bzw. der Rand des mittleren Kreises mit Klebeband beklebt ist. Wir wiederholen denselben Schritt auch auf der Außenseite. Wichtig dabei ist, dass die Oberfläche komplett mit Klebeband beklebt ist und ihr dabei eine kleine Stelle offen lasst. Genau so. Bevor wir die Stelle verschließen, müssen wir unseren Donut mit Füllwatte befüllen. Am besten geht das mit dem Finger, ihr könnt aber auch einen Stift zur Hilfe nehmen. Und falls ihr keine Füllwatte habt, das macht überhaupt nichts, ihr könnt alternativ zur Füllwatte auch Wattepads oder Toilettenpapierstreifchen nehmen. Dann die offene Stelle einfach mit Klebeband verschließen, so wie ich das mache. Und tada, dann habt ihr einen leckeren und squishigen Donut gemacht. Das ist doch eine richtig schöne und einfache Bastelidee. Ich hoffe, euch hat diese Bastelidee gut gefallen. Und bis zur nächsten Bastelidee. In diesem Video zeige ich dir, wie du aus Papier, ein paar Stifte und einer Schere süße kleine Mini-Notizheftchen basteln kannst. Bastelfreunde, herzlich willkommen bei Tobi Lotta. Heute gibt es wieder mal eine richtig schöne Bastelidee und dazu habe ich auch schon ein paar Blätter vorbereitet und ein paar Stifte, aber genügt das eigentlich, um irgendetwas Tolles zu basteln? Ist das nicht wenig? Ja, Lotta hat eigentlich ganz recht. Papier und Stifte, so ganz ohne Kleber, vielleicht noch eine Schere.
Das ist schon ein bisschen wenig Material. Aber ich habe eine gute Idee, was man daraus basteln kann. Für diese Bastelidee braucht man tatsächlich nur ein einziges Stück Papier. Das Format spielt keine Rolle. Umso größer das Papier, desto größer wird das Notizheftchen. Ich habe mich deshalb entschieden, ein Druckerpapier einmal zu halbieren. Dazu habe ich es ein paar Mal zur Hälfte gefaltet und dann in zwei gleich große Stücke zerrissen. Das Papier einmal in der Mitte falten, wieder aufmachen und beide kürzere Seiten zur Mitte falten. Einmal und zweimal. Aufklappen und in der Länge einmal falten. Wenn ihr das wieder aufklappt, solltet ihr 8 kleine, gleich große Felder haben. Dann umdrehen, wieder zur Mitte falten und mit einer Schere entlang der Falte bis zur Mitte schneiden. Das Ganze wieder aufklappen, der Länge nach wieder zumachen, um die Seiten von außen nach innen zu falten. Und ihr seht schon, das Notizheftchen, oder besser gesagt das Mini-Notizheftchen, ist auch schon fertig. Ich habe mir auf diesem Wege ein zweites gebastelt. Wenn man den Dreh raus hat, dann kann man diese Mini-Notizheftchen relativ schnell zusammenbasteln. Und wem das alles viel zu schnell ging, der kann ja das Video jederzeit stoppen. Ihr könnt die Vorder- und Rückseite natürlich so dekorieren, wie ihr sie gerne haben wollt. Ich habe mich für ein Emoji-Gesicht entschieden. Und deshalb male ich ein Emoji-Gesicht auf. Ist das nicht mega cool, was man alles nur aus Papier, ohne Kleben, basteln kann? Natürlich könnt ihr auch kleben, also falls ihr einen Kleber zu Hause habt oder den selbstgemachten Kleber von Tobilotta nachgemacht habt, dann könnt ihr die Vorder- und Rückseite so verzieren und dekorieren, wie ihr sie gerne haben wollt. Mit Dekosteinchen, mit Glitzer oder. Das zweite Mini-Notizheftchen habe ich in eine mega leckere Melone verwandelt. Nicht nur lecker, sondern auch richtig hübsch und mega süß, wie ich finde. Wenn ihr wollt, können wir noch mehr Mini-Notizheftchen basteln, zum Beispiel im Thema Kawaii oder so. Und tada, da haben wir sie, unsere mega süßen und niedliche Mini-Notizheftchen. Ja, schaut mal her, ihr Lieben, wir haben wirklich nur aus Papier und Stifte mega niedliche Notizheftchen oder Mini-Notizheftchen gebastelt. Ich finde das eine richtig tolle Idee. Wir sollten mehr nur mit Papier basteln. Das wünsche ich mir. Lotta findet das auch und ich hoffe, euch hat diese einfache und mega schnelle Bastelidee genauso gut wie uns beiden gefallen. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bist du bereit für eine super süße Bastelidee? Dann bleib dran, denn ich zeig dir, wie du mit nur einem Stück Papier zwei super süße Kawaii-Schachteln basteln kannst. Ja, liebe Lotta, es ist wieder Zeit zum Basteln und somit herzlich willkommen bei Tobi Lotta. Schaut mal, was wir heute basteln. Oh, zwei mega süße, selbstgemachte Kawaii-Schachteln. Das ist eine gute Idee. Ja, das ist eine wirklich gute Idee. Und das Besondere ist, dass man beide Schachteln nur aus Papier machen kann. Okay, falls ihr die Schachteln auch hübsch machen wollt, dann braucht ihr noch ein paar Stifte, durchsichtiges Klebeband, aber die Grundschachtel lässt sich nur aus Papier falten. Ich zeig euch jetzt, wie das geht. Schnappt euch ein weißes DIN A4 Druckerpapier. Faltet die obere Ecke nach unten und schneidet den Streifen unten ab. Den Streifen nicht wegschmeißen, denn wir werden den später brauchen. Ihr seht dann später auch warum. Das Ganze aufklappen und die untere Ecke nach oben falten. Dann wieder öffnen
und die jeweiligen Spitzen nach innen zur Mitte falten. Genau so. Dann faltet ihr alle Kanten ebenfalls einmal zur Mitte und klappt sie dann anschließend wieder auf, so wie ich das hier gerade mache. Mit der Schere schneidet ihr der Falte entlang, und zwar nur oben und unten. Klappt dann die Seiten auf, klappt die jeweiligen Laschen nach innen und faltet die obere sowie auch die untere Ecke nach innen. Ja, ich weiß, das klingt alles sehr kompliziert, aber es ist einfacher gemacht als erklärt, glaubt's mir. Ich habe das Ganze nochmal wiederholt und dann habe ich eine Schachtel. Auf der Oberseite könnt ihr jetzt malen und zeichnen, was ihr wollt. Ich habe mich für ein süßes Panda-Gesicht entschieden, weil ich Pandas wirklich total mag. Also ich mag Hunde total gerne, Pandas und ich finde auch Elefanten wunderschöne Tiere. Welche Tiere mögt ihr eigentlich am liebsten? Zwei süße Bäckchen und die Ohren fehlen. Die basteln wir uns aus dem unteren Streifen. Dazu zeichnet ihr einfach eine 8. Und in der 8 eine kleinere 8. Die Innenseite rosarot anmalen. Und wenn ihr das Ganze ausschneidet, habt ihr dann zwei süße Ohren. Unten macht ihr zwei Einschnitte. Faltet die untere Kante einmal nach oben. Und dann könnt ihr die Ohren rechts und links nach Anleitung ankleben. Falls ihr zu Hause kein Klebeband und auch keine Stifte zur Hand habt, dann ist das kein Problem. Ihr braucht wirklich nur ein Stück Papier, um diese Schachteln zu basteln. Ich zeige euch jetzt eine zweite Variante, wie ihr eine süße Schachtel dekorieren könnt. Ich habe einfach alle Schritte von vorhin wiederholt. Ihr könnt übrigens das Ganze auch mit Buntpapier machen, das geht genauso gut. Ich habe mich für weißes Papier entschieden, weil ich weiß, dass die meisten kein Buntpapier zu Hause haben und deshalb versuche ich, meine Bastelideen so einfach wie nur möglich zu gestalten, damit alle sie nachmachen können. Falls das Ganze euch zu schnell gehen sollte, dann könnt ihr das Video jederzeit stoppen und die Schritte nachmachen. Die zweite Variante wird ein Einhorn. Ich habe zwei Ohren und das Horn gezeichnet, das Ganze angeklebt und dann habt ihr zwei mega süße Kawaii-Schachteln. Was für eine schöne Bastelidee! Es hat mir so viel Spaß gemacht! Ja, der Lotte hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Schnappt euch ein kleines Stückchen Papier, eine Schere, ein paar Stifte und durchsichtiges Klebeband und macht gleich beide Bastelideen nach. Die sind nämlich total süß und super gut geeignet, um Kleinigkeiten drin zu verstauen oder warum auch nicht, um kleine Geschenke einzupacken und die Schachteln euren Liebsten zu verschenken. Na dann, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Panda sagt auch Tschüss und Einhorn sagt auch Tschüss. Tschüssi! Tschüss, liebe Bastelfreunde! Schnapp dir drei Papprollen und mach diese drei Bastelideen nach. Hey, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen bei Tobi Lotta. Hallo Lotta! Hallo, liebe Bastelfreunde! Ihr Lieben, lasst uns ein Spiel spielen. Wir alle brauchen sie und wir alle haben sie zu Hause. Garantiert. Wisst ihr, was es ist? Kekse! Kekse? Nein, es sind Toilettenpapierrollen. Und was man alles daraus machen kann, das zeige ich euch in diesem Video. Ich habe hier wunderschöne Post-it-Zettelchen in wunderschönen Farben. Die werden in Streifen zerrissen und gezwirbelt, also mit den Fingerspitzen gedreht.
das Ganze mit ein paar Zettelchen wiederholen. Und so soll das in etwa aussehen. Und weiter geht's mit einem weißen Stück Papier, welches wir mit Kleber bestreichen und um eine Papprolle wickeln. Dann zwei gleich große Stückchen weißes Papier aufeinanderlegen, ein Dreieck zeichnen und diesen ausschneiden. Na, wisst ihr, was das ist? Dann die Gesichtsteile einzeichnen und spätestens jetzt sollte man erkennen, was das wird. Ein süßes Einhörnchen, der aber noch nicht ganz fertig ist, denn wir müssen noch die Haare ankleben. Dazu einfach ein Klebestreifen auf die gezwirbelten Papierstückchen ankleben, das Ganze einmal einrollen und das werden dann die Härchen unseres Einhorns. Die werden an der Papprolleninnenseite geklebt. Aus einem kleinen Stück Effektpapier habe ich das Horn ausgeschnitten und das Horn ebenfalls geklebt. Und tada, da haben wir ein süßes kleines Einhörnchen, welches noch nicht ganz fertig ist. Daraus basteln wir uns nämlich einen Stiftehalter. Aus einem Versandkarton habe ich einen Pappkreis ausgeschnitten, den auf Rundpapier übertragen, das Einhorn mittig draufgelegt und den Kreis übertragen, den ich dann mit der Schere vorsichtig ausgeschnitten habe. Unten am Einhorn mache ich kleine Laschen, die ich dann nach oben biege. Die Laschen schmüre ich mit reichlich Kleber ein und klebe das Einhorn am Pappkreis, den ich dann mit dem Buntpapierkreis verschönere. Und das ist unsere erste Bastelidee, die ihr aus einer Papprolle machen könnt. Ein süßes kleines Einhorn. Und da kann man dann eine Schere, Stifte oder was auch immer reintun. Es ist also ein Einhorn-Stiftehalter. Was für eine schöne Bastelidee. Der Lotta gefällt diese Bastelidee. Ich hoffe, euch da draußen auch. Bleibt aber dran, denn ich zeige euch jetzt zwei weitere Ideen, was ihr aus Papprollen machen könnt. Für die zweite Idee nehmen wir ein Stückchen Buntpapier und bemalen die Oberfläche nach Lust und Laune. Dann rollen wir das Papier ein und schneiden es ein bisschen ein, sodass dann Streifen entstehen. Genau so. Die Papprolle wird mit Buntpapier beklebt. Ihr könnt natürlich die Farbe nehmen, die euch am besten gefällt. Ich habe mich für ein Sonnengelb entschieden. Oben ein paar witzige Wackelaugen ankleben, einen Kussmund einzeichnen die Papierstreifen oben innerhalb der Papprolle kleben und so hat man dann eine süße und witzige Schnippschnappfigur gebastelt. Die kann man einfach auf den Schreibtisch stellen oder die Haare abschneiden. Deshalb heißt sie Schnippschnappfigur. Lustig, oder? Nehmt ein kleines Stückchen Pappe, beklebt die Oberfläche mit doppelseitigem Klebeband, dreht die Pappe einmal um und zeichnet einen Kreis ein. Den ausgeschnittenen Kreis erstmal zur Seite legen, eine Papprolle einschneiden und kleiner drehen. Die Enden zukleben und unten ein paar Einschnitte machen. Die Laschen werden nach oben gebogen und das Ganze wird dann am Pappkreis geklebt. Der Pappkreis wird dann auf Buntpapier übertragen. In der Mitte zeichnen wir dann einen kleineren Kreis, den wir ausschneiden.
und damit können wir den Pappkreis verzieren. Und so habt ihr dann im Handumdrehen einen Washi-Tape-Halter gebastelt. Einfach und total schnell. Cool, oder? Ja, ihr habt es da draußen gesehen. Ganz egal, ob Einhornstifte-Halter, Washi-Tape-Halter oder eine lustige und witzige Schnippschnapp-Figur. Das alles kann man aus Papprollen machen. Ich muss gucken, ob ich Papprollen finde. Ja, Lotta, jetzt kannst du loslegen und Papprollen sammeln. Sammelt auch ihr Papprollen ein, statt sie wegzuschmeißen, und bastelt tolle Dinge daraus. Na dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Mua. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Aus einem Papierstück kann man ganz einfach Mini-Briefumschläge basteln. Bleibt dran, ich zeig euch, wie das geht. Hallo liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen bei Tobi Lotta. Was macht man eigentlich, wenn man eine schöne Zeichnung gemalt oder einen Brief geschrieben hat und keine Briefumschläge hat, um sie einzupacken und einem lieben Menschen zu schenken? Man könnte Pizza essen. Pizza essen? Ja, das könnte man. Oder man könnte auch Kuvert oder Briefumschläge ganz einfach selber machen. Ich zeige euch heute, wie ihr ganz niedliche und süße kleine Briefumschläge nur aus Papier selber basteln könnt. Bleibt dran! Ich freue mich aufs Basteln! Dazu faltet ihr ein gewöhnliches Druckerpapier ein paar Mal zur Hälfte und zerreißt oder schneidet es in zwei gleich große Stücke. Dann faltet ihr die obere Ecke nach unten, um den überstehenden Streifen abzuschneiden, und die untere Ecke nach oben zur oberen Ecke falten. Wenn ihr weißes Papier nehmt, dann könnt ihr, damit das nicht so langweilig aussieht, die Oberfläche bemalen und dekorieren, wie ihr sie gerne haben wollt. Die Ränder habe ich mit Washi-Tape dekoriert. Und wenn man hier und da noch ein paar Highlights einzeichnet, sieht der Briefumschlag schon viel besser aus. Ich habe das Ganze aus Musterpapier wiederholt. Habt ihr zu Hause eigentlich auch solches Musterpapier? Ich finde das super, super schön und gerade für diese Idee super geeignet. Und dann habt ihr im Handumdrehen kleine, süße Mini-Briefumschläge gebastelt. Oh, die sind so süß geworden. Lotta hat völlig recht, die sind total süß und niedlich geworden. Schaut mal. Und ihr könnt ja die Oberfläche und auch die Rückseite verzieren und dekorieren, wie ihr sie gerne haben wollt. Ich habe euch ein paar Beispiele gegeben, macht diese nach oder nach Lust und Laune einfach ein paar
Briefumschläge selber basteln. Ich habe auch einen eigenen Briefumschlag gebastelt. Schau mal. Übrigens, ihr könnt die auch in ganz, ganz groß basteln, indem ihr einfach ein großes Druckerpapier nehmt und diese Anleitung mit einem großen Stück Papier nachmacht. Na dann, auf was wartet ihr denn? Holt euch ein Stück Papier und bastelt diese Mini-Kuverts oder Briefumschläge nach. Bastelt schön und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben, macht's gut. Muah. Tschüss, liebe Bastelfreunde. Süße Blumen aus Papier kann man ganz einfach selber machen. Das ist eine tolle Geschenkidee für den Muttertag oder für einen lieben Menschen. Hallo liebe Bastelfreunde, mein Name ist Jessie und das ist dein kreativer Bastelkanal namens Tobilotta. Hallo liebe Bastelfreunde! Heute zeige ich euch, wie ihr diese süße kleine Blumen für den Muttertag machen könnt. Das sind schöne Blumen! Die gehen wirklich total schnell und sind ganz einfach umzusetzen. Aber wie bastelt man die? Lotta ist schon ganz neugierig, ich hoffe ihr da draußen auch. Ich zeige euch jetzt, wie ihr die basteln könnt. Als erstes nehmen wir uns ein buntes Stück Papier in Grün und rollen es ganz eng ein. So, dass wir am Ende eine feste, enge Rolle haben. Das Ende zukleben. Trocknen lassen. Und die Rolle mit der Schere halbieren. So, dass ihr zwei kleine Röllchen haben. Daraus lassen sich nämlich zwei Blumen basteln. Schnappt euch dann zwei Buntpapierstreifen, ich habe mich für die Farbe Rosa und Gelb entschieden. Legt sie einmal aufeinander und macht kleine Einschnitte. Nicht komplett durchschneiden, so wie ich das mache, ist super. Dann könnt ihr mit Hilfe eines Stäbchens oder mit einem Zahnstocher die jeweiligen Streifen einrollen. Auch da ganz eng einrollen. Und das wiederholt ihr dann, bis ihr alle Streifen eingerollt habt. Falls ihr super Profis seid und etwas Übung habt, dann könnt ihr auch zwei oder sogar drei Streifen auf einmal einrollen. Denselben Schritt habe ich mit dem rosaroten Streifen wiederholt. Dann bringt ihr etwas Kleber unten an und klebt die Streifen am grünen Stiel fest. Und zwar von oben nach unten. Einfach einrollen und festkleben. Schaut mal, sieht das nicht cool aus? Und vor allem, das geht ja super, super schnell. Denselben Schritt habe ich mit dem rosaroten Streifen wiederholt. Ihr könnt natürlich die Farben nehmen, die ihr am liebsten mögt. Warum auch nicht? Vielleicht auch eine blaue Blume basteln. Wenn ihr wollt, könnt ihr aus einem Stück grünem Papier die Blätter basteln und die an eure Blumen ankleben. Wenn ihr das so macht, wie ich es gemacht habe, also in dieser Technik, könnt ihr gleich zwei Blumen auf einen Schlag basteln. Ja, ihr habt's gesehen, so schnell kann man süße Blumen basteln und die eignen sich natürlich super für den Muttertag, für ein anderes Fest oder einfach, um sie lieben Menschen zu schenken. Oh, die sehen so schön aus. Schau mal, ich habe auch welche gebastelt. Und meine sind auch hübsch. Ihr könnt auch gleich einen ganzen Blumenstrauß basteln. Ich glaube, die Person, die dann die Bastelidee bekommt, wird sich auf jeden Fall darüber freuen. Was denkt ihr? Macht ihr das nach? Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen bei Tobilotta. Hallöchen, liebe Bastelfreunde. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach, nur aus Papier, so eine süße Melonengirlande selber machen könnt. Oh, die möchte ich an meinem Geburtstagsfest aufhängen. Ja, Lotta, klar, du darfst diese Mini-Melonengirlande für dein Geburtstagsfest haben. Kein Problem. Und falls auch ihr da draußen so eine süße Melonengirlande für euer Geburtstagsfest oder als Deko fürs Kinderzimmer basteln wollt, dann bleibt dran, denn ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Wir nehmen zwei Papierstückchen zur Hand, und zwar einmal in Rot und einmal in Grün. Beide werden einmal zur Mitte gefaltet. Dann braucht ihr zwei runde Gegenstände. Ich habe eine Schale und eine Tasse genommen. Das Ganze wird einmal aufs Papier übertragen und ausgeschnitten. Und weil wir das Papier zur Hälfte gefaltet haben, haben wir dann gleich zwei Stückchen. Das gleiche wiederholen wir mit dem roten Papier. Die Tasse ist etwas kleiner als die Schale. Mit etwas Bastelkleber bringen wir die rote Kreise auf die grüne. Einmal ankleben, gut andrücken. Und dann können wir mit einem wasserfesten Filzstift die Kerne einzeichnen. Das Ganze einmal umdrehen, zur Hälfte falten und einfach durch die Mitte hindurch schneiden, so dass ihr dann zwei Melonenhälften habt. Denselben Schritt habe ich gleich nochmal wiederholt. Dann nehmt ihr euch eine Kordel, eine Schnur oder einen Faden und klebt die Melonenhälften mit durchsichtigem Klebeband an. Das geht wirklich total einfach und schnell. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch das Ganze lochen und den Faden hindurchziehen. Wiederholt das Ganze so lange, bis die Kordel oder die Schnur aufgebraucht oder umgekehrt die Melonenhälften angeklebt wurden. Und so habt ihr im Handumdrehen eine süße Melonengirlande gebastelt. Schnell, einfach und cool, oder? Ja, ist sie nicht mega süß geworden, unsere selbstgemachte Mini-Melonengirlande? Macht sie gerne nach. Ich mach die gleich nach. Lotta wird sie auch gleich nachmachen, das freut mich natürlich. Und mich freut's auch, wenn ihr diese Melonengirlande selber oder ja, selber macht oder nachmacht, wie auch immer. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten Video. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Hey, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen bei Tobilotta, dein Kunst- und Bastelkanal. Ihr Lieben, ich habe etwas gebastelt. Wollt ihr mal schauen, was ich gebastelt habe? Schaut mal! Oh, Lotta, das hast du richtig toll gemacht. Also diese Emoji-Tasche ist richtig schnell nachzumachen. Ich weiß nämlich schon, wie Lotta das gebastelt hat. Und ich würde euch da draußen heute ganz gerne zeigen, wie das funktioniert. Also bleibt dran! Nehmt zwei gelbe Papierstücke und legt sie aufeinander. Dann nehmt ihr euch einen runden Gegenstand und wenn das oben etwas übersteht, umso besser. Ihr werdet später auch verstehen, warum. Und übertragt den runden Gegenstand auf das Papier. Den Papierkreis einmal abschneiden und mit Filzstiften einmal ein Emoji-Gesicht nach Wahl einzeichnen. Schaut doch kurz im Internet nach Emojis, da gibt's ganz viele verschiedene Gesichter und ihr könnt euch dann für ein oder mehrere Gesichter entscheiden. Die Zähne habe ich einfach aus weißem Papier gemacht und die Zunge natürlich rot und ich habe mich für ein Herz-Emoji entschieden. So und weiter geht's. Beklebt dann die Oberseite mit durchsichtigem Klebeband. Ihr könnt großes, aber auch kleines Klebeband nehmen und denselben Schritt wiederholt ihr auf der Rückseite.
Das überstehende Klebeband schneidet ihr dann großzügig ab. Schaut einfach, dass ihr ca. 1 cm Rand übrig lasst. Oben habt ihr dann einen Schlitz und damit das Ganze zu einer tragbaren Tasche wird, müssen wir oben 2 Löcher einstanzen. Am besten geht das mit einem Locher. Dann nehmt ihr einen Schnürsenkel oder eine Schnur, je nachdem was ihr zu Hause habt, fädelt die beiden Enden jeweils in den Löcher ein und schwupps habt ihr im Handumdrehen eine mega süße und einfache Emoji-Tragtasche gebastelt. Na ihr Lieben, habt ihr gesehen? Solch eine tolle Emoji-Tasche kann man ganz einfach um nur wenig Material selber machen. Sucht euch das Material zusammen und macht diese Tasche nach. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nachmacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Kanal gratis abonnieren und erzählt euren Freunden von Tobi Lotta weiter. Na dann verabschiede ich mich für heute und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Tomaten-Ketchup-Slime selber machen kannst. Das geht total schnell, ist mega einfach umzusetzen und macht mega viel Spaß, damit herumzuspielen. Hey ihr Lieben, mein Name ist Jesse und das hier ist Tobi Lotta, deine Kunst- und Bastelshow. Ach Menno, mir ist es so langweilig und außerdem habe ich Lust auf Fritten. Lotta und ihre Gelüste wieder mal. Sie hat Lust auf Fritten mit Ketchup und ihr ist es sogar noch langweilig und ich habe auch schon eine gute Idee. Und zwar machen wir heute Ketchup-Fritten-Slime, um die Langeweile zu überbrücken. Und später, liebe Lotta, werden wir zusammen etwas Leckeres essen gehen. Also echte Fritten mit echtem Ketchup. Und ihr bleibt dran, denn ich zeige euch jetzt, wie ihr Ketchup-Slime selber machen könnt. Cool! Und ich mache einen Fritten-Slime. Weil ihr immer so fleißig in die Kommentare schreibt und gegrüßt werden wollt, habe ich mir überlegt, anhand eines Kommentarmixers euch zu grüßen. Mal schauen, wer der Kommentarmixer herausmixen wird. Und das ist einmal die Aya. Hallo, ich möchte ganz gerne gegrüßt werden und ich bin seit 2 Jahren schon dabei. Heißt ja Aya, hab dich lieb. Ich grüße dich, liebe Aya. Dankeschön. So, weiter geht's. Noch ein Kommentar, Kommentarmixer. Mal schauen. Yay, freue mich schon. Kannst du mich mal grüßen, please? Hallo, liebe Lena. Danke, dass du geschrieben hast. Und falls auch du gegrüßt werden willst, schreib mir einfach einen Kommentar. Mal schauen, wer der Kommentarmixer das nächste Mal herauspicken wird. Weiter geht's mit dem Basteln. Für den selbstgemachten Ketchup-Slime habe ich eine leere Tomato-Ketchup-Flasche genommen. Die habe ich gut mit Wasser und Seife gewaschen und dann getrocknet. Und wir werden später sehen, ob der Slime da reinpasst. Dann nehmen wir noch eine Schale. Ich habe mich für eine Glasschale entschieden, einfach damit ihr das besser sehen könnt. Und natürlich Kleber. Ihr könnt durchsichtigen Kleber, aber auch Weißkleber nehmen. Also das geht wirklich mit beiden Klebersorten gut. Jede Menge davon. Also ich habe da circa 150 oder 200 Gramm Kleber genommen. Und dann braucht ihr Kontaktlinsenlösung. Das ist die Geheimzutat, damit euer Schleim zu Schleim wird. Also Kleber, Kontaktlinsenlösung und dann jede Menge Rasierschaum. Ja, Rasierschaum sorgt, dass euer Slime ganz schön fluffig und weich wird. Alle Zutaten schon mal mit einem Löffel umrühren, dass sich alle Zutaten schön miteinander verbinden. Am Anfang ist das etwas schwierig, aber das geht dann nach und nach und ihr merkt, wie sich die Konsistenz dann ändert. Ja, und man merkt dann relativ schnell, dass das Ganze zu einem Schleim zusammenkommt. Viele Rezepte, also Slime-Rezepte, brauchen Natron. Und ich habe das auch ohne Natron versucht und das klappt wirklich wunderbar. Ja, und ihr seht, jetzt habt ihr weißen Fluffy-Slime. Ihr könnt den natürlich so belassen, aber weil wir heute Ketchup-Slime machen wollen, müssen wir den noch ein bisschen einfärben. Und zwar mit
roter, Acryl oder Lebensmittelfarbe, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Wieder gut umrühren, dass sich die Farbe mit dem Slime verbindet. Und wenn euch das Ganze nicht fluffig genug ist, dann könnt ihr nach und nach etwas mehr Rasierschaum oder vielleicht auch etwas mehr Kleber und Kontaktlinsenlösung hinzufügen, bis das Ganze zu einem schönen glatten Slime zusammenkommt und vor allem, er soll nicht mehr kleben. Ich habe euch dazu einen kleinen Trick, damit euer Slime nicht mehr klebt und vor allem so richtig schön fluffig wird, müsst ihr den Slime von unten nach oben rühren, also ganz vorsichtig rühren und wenn ihr einen super fluffy Slime haben wollt, dann einfach etwas mehr Rasierschaum hinzugeben. Ich habe da noch ein bisschen rote Farbe hinzugegeben, weil die Farbe mir nicht kräftig genug war, aber ihr merkt schon, wenn das Ganze zu einer Kugel zusammenkommt, dann ist euer Slime eigentlich auch schon fertig. Ihr könnt den jetzt nur noch mit euren Händen so richtig schön kneten und ihr seht, er klebt noch ein bisschen, deswegen gebe ich, ja, Kontaktlinsenlösung hinzu. Kneten, 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 bis er nicht mehr klebt. Wow, der ist richtig schön fluffig geworden. Habt ihr das Video eigentlich bis hierhin geschaut, dann macht mir dieses Emoji in die Kommentare. Ja, dann nehme ich ein kleines Stückchen und steck das kleine Stückchen Schleim in die gesäuberte Ketchupflasche, damit wir natürlich Ketchup-Slime haben. Ihr habt's gesehen, man kann ganz einfach Slime selber machen und der ist richtig schön glibberig und glitschig und richtig schön slimig. Ketchup-Slime eben. Lotta, wie sieht denn dein Slime aus? Schau mal, mein Fritten-Slime. Ja, cool. Lotta hat einen Fritten-Slime gemacht und der passt super zum Ketchup-Slime. Macht den auf jeden Fall nach, schnappt euch eine leere, gesäuberte Ketchupflasche und dann könnt ihr euren Slime auch direkt in eine leere Ketchupflasche verstauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Basteln wir einen Einhorn-Traumfänger. Bleibt dran, ich werde in diesem Video ein paar von euch grüßen. Hey liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen bei Tobi Lotta. Mein Name ist Jesse und hier wird fleißig gebastelt. Lotta, was ist denn los? Du hast schon wieder schlecht geschlafen. Wie geht's denn euch da draußen? Habt ihr gut geschlafen? Also ich schon. Hey, da liegt Magie in der Luft. Was ist denn hier nur los? Ich weiß, was das ist. Lotta, du weißt, was das ist? Hey, ich glaube, ich weiß auch, was das ist. Das hat bestimmt irgendwas mit Einhörnern zu tun. Lotta liebt Einhörner und ihr da draußen, mögt ihr eigentlich auch Einhörner? Gut, denn heute zeige ich euch eine einhörnische Bastelidee, die total einfach umzusetzen ist und ruckizucki gebastelt ist. Auf was wartet ihr? Und auf was warte ich? Ich würde sagen, los geht's, wir basteln jetzt. Und weil ihr immer wieder in die Kommentare fragt, ob ich euch grüßen kann, werde ich ein paar von euch grüßen. Kommentarmixer, wen suchst du aus? Und zwar ist das einmal die liebe Sueda. Liebe deine Videos und ich habe noch kein Video verpasst. Ja, das freut mich natürlich, liebe Sueda, und schön, dass du wieder mal dabei warst. Hallo, ich liebe eure Videos. Meine beste Freundin hatte mich mal gefragt, ob ich eine Bastelidee hätte. Ich sagte, Tobi Lotta hätte tolle Bastelideen. Liebe Grüße, Fiona. PS, kannst du mich bitte grüßen? Du bist so toll. Ja klar, liebe Fiona, ich grüße dich.
Hallo Tobi Lotta, ich liebe deine Videos sehr und schaue sie schon ein ganzes Jahr. Du hast immer so tolle Ideen. Ja, vielen Dank und auch du bist gegrüßt. Und mal schauen, ob auch du im nächsten Video gegrüßt wirst. Schreib einfach einen Kommentar. So, und jetzt geht's weiter mit dem Basteln. Endlich. Für die einhörnische Bastelidee braucht ihr folgendes Material. Wolle, Garn oder bunte Bänder. Ein Pappteller. Effekt- oder Buntpapier. Eine Schere. Weißpapier. Und, falls ihr habt, Dekorosen, Dekoperlen oder kleine Pompons. Als erstes nehmt ihr den Pappteller und schneidet den inneren Kreis einmal ab. In etwa so. Dann nehmt ihr euch etwas Garn oder Wolle zur Hand, knotet das eine Ende am Papptellerrand fest und wickelt die Wolle oder das Garn kreuz und quer über den Papptellerrand. Genauso. Dann nehmen wir zwei gleich große Papierstückchen zur Hand, legen sie aufeinander und schneiden ein Dreieck ab. Die Oberseite der beiden Dreiecke könnt ihr mit rosarotem Filzstift bemalen. Dann nehmt ihr euch Glitzer oder Buntpapier, je nachdem was ihr zu Hause habt, und schneidet daraus ein Horn. Dann braucht ihr die Teile nur noch am Kreis anzukleben, also am Papptellerrand natürlich. Einmal die Ohren und einmal das Horn. Und ihr seht schon, was ich mache. Unten bringe ich Bänder, Garn und Wolle an. Nehmt einfach das Material, was ihr schon zu Hause habt. Ihr könnt an dieser Stelle zum Beispiel auch Geschenkbänder nehmen. Das funktioniert genauso gut. Die Enden könnt ihr dann anpassen mit der Schere. Und wenn ihr wollt, könnt ihr oben noch ein paar Dekorationen anbringen. Rosen, Perlen, Pompons, lasst eurer Kreativität freien Lauf. Damit ihr das Einhorn oder euer Einhorn-Traumfänger aufhängen könnt, bringt ihr oben noch eine Schlaufe an. Na ihr Lieben, gefällt euch unsere Bastelidee? Ihr habt gesehen, mit nur wenig Material kann man ganz einfach und vor allem mega schnell ein Einhorn-Traumfänger machen. Lotta, ich schenke dir diesen Traumfänger, den kannst du dann über dein Bett hängen. Somit wirst du dann auch keine schlechten Träume machen, gell? Das ist eine schöne Idee. Ich hänge mir den Traumfänger gleich auf. Dann werde ich nie mehr schlecht träumen. Ja, genau. Und falls auch ihr schlecht träumt oder schlecht einschlafen könnt, dann bastelt euch einen Traumfänger und hängt es über euer Bett, damit ihr nicht mehr schlecht träumt. Aber ihr könnt natürlich dieses Einhorn-Deko-Ding oder Traumfänger natürlich auch einfach so basteln und irgendwo in eurem Zimmer aufhängen als Deko. Ich hoffe, euch hat diese Bastelidee gut gefallen. Falls ja, dann zeigt es mir ganz gerne mit einem Daumen nach oben. Falls ihr wollt, könnt ihr ganz gerne diesen Kanal gratis abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr diese Bastelidee nachmacht. Na dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss, ihr Lieben! So, und wir starten auch gleich mit einem Stückchen Backpapier, ein paar Washi-Tape und einem Stift. Als erstes zeichne ich mir auf das kleine Stückchen, was ich übrigens zurechtgeschnitten habe, Backpapier, ein Herbstblatt ein. Nehmt am besten einen wasserfesten Filzstift und zeichnet das Blatt ruhig etwas größer als sonst ein. Dann lässt man das Ganze schon mal etwas antrocknen und kann das Blatt oder das Stückchen Backpapier einfach kurz umdrehen, so,
und dann die Rückseite mit Washi-Tape bekleben. Und zwar fange ich hier oben an und mache dann so weiter. Wichtig ist, dass sich das Washi-Tape überlappt. Also nicht hier kleben, sondern etwas über das andere Washi-Tape. Wie ihr seht, habe ich mich für Rottöne und Gelbtöne entschieden. Ich habe einfach das Washi-Tape genommen, welches ich eh schon zu Hause hatte. Aber ich habe mich, wie gesagt, für diese Töne entschieden, weil sie mich halt total an den Herbst erinnern. So, ich habe jetzt die Rückseite komplett mit Washi-Tape beklebt und drücke das Washi-Tape einfach etwas an mit dem Fingernagel, damit alles auch richtig gut festhält. Und jetzt drehe ich das Ganze um und schneide mir das Herbstblatt einfach aus. Und da habe ich jetzt mein Herbstblatt und das Coole daran ist, dass man das jetzt einfach abziehen kann. Und deswegen haben wir auch Backpapier genommen. Ganz vorsichtig abziehen. Und tada, dann hat man im Handumdrehen eine richtig tolle Fensterdeko oder aber auch eine Klebefolie, also einen Sticker gebastelt. Und das kann man jetzt irgendwo auf einer Karte oder sonst wo auf ein Stückchen Papier oder so kleben und eine Grußkarte daraus basteln. Aber das eignet sich wirklich hervorragend als Fensterdeko. Vielleicht habt ihr Lust, eurer beste Freundin, eurer Mama, Tante oder wem auch immer etwas Tolles zu schenken und vor allem auch richtig toll einzupacken. Und deswegen habe ich mir eine richtig schöne herbstliche Verpackung überlegt, die ihr selber ganz schnell basteln könnt. Und dazu habe ich mir schon mal zwei gleich große kleine Pappteller geschnappt. Und ich werde den einen Pappteller mit kleinen Geschenken befüllen. Und da habe ich mir überlegt, Peel-Off-Masken, die lege ich hier bei. Dann habe ich hier eine kleine Aufbewahrung oder ein Aufbewahrungsdöschen. Da kann man dann alles Mögliche rein tun, kleine Geschenke oder sowas. Dann ein paar Schokobons, darüber wird sich jede beste Freundin natürlich freuen. Und dann habe ich hier auch so zwei kleine Dekorosen und kleine Klebesticks, Memo oder wie die auch immer heißen, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Note-It, kleine Zettelchen. Und da haben wir auch schon einen richtig schönen Geschenkteller bereitgestellt. Aber ich möchte das Oberteil ein bisschen verschönern. Und dazu lege ich den unteren Teil schon mal zur Seite und bringe mir den umgekehrten Teller schon mal vor mir. Und dann kann ich die Oberseite komplett mit Klebestick oder mit Klebstoff bekleben. Und dann packe ich mir einfach eine orangenfarbige Serviette und klebe die einmal komplett über den Teller. Richtig schön andrücken, auch die Ränder vor allem. Und wenn das angetrocknet ist, hat man dann eine schöne Rückseite, die mit einer orangenfarbigen Serviette beklebt wurde. Die stelle ich mir jetzt auf meinen Geschenkteller. So. Drehe das Ganze einmal um. Und bring auf den anderen Teller etwas Kleber an. Und zwar auch da ganz schön alle Seiten mit Klebstoff bekleben. Und dann kann man das Ganze einfach umklappen. Also die Serviette einmal komplett umklappen. Und hier vielleicht noch etwas Kleber anbringen, so. Dann nimmt man sich ein kleines Stückchen weißes Papier und bemalt die Oberfläche einfach mit einem grünen Stift. Und schneidet daraus den Strunk aus. Zum Beispiel so. Und den Strunk kann man dann hier am Pappteller antackern. Dann habe ich hier noch ein bisschen Geschenkband in Rot. Das Ganze soll ja auch ein schönes Geschenk werden für die beste Freundin. Und dann kann man den
Herbstkürbis hier mit Geschenkband einfach noch ein bisschen verschönern. Das Band vielleicht auch noch ein bisschen kringeln. Ja, und dann hat man ein richtig schönes Geschenk und vor allem eine noch schönere Geschenkverpackung gebastelt. Es muss ja nicht immer langweilig daherkommen, also ich finde, die Geschenkpackung darf ruhig auch mal etwas schön sein. Und da hat man im Handumdrehen wirklich eine richtig schöne Geschenkpackung gebastelt. Für die nächste Idee habe ich mir etwas total Einfaches überlegt. Das ist eine richtig schöne Laterne, die könnt ihr dann als Deko in eurem Zimmer oder irgendwo, ja, in eurer Wohnung oder so aufstellen. Und zwar braucht ihr dafür eine ganz normale weiße Brottüte oder Frühstückstüte und einen wasserfesten Filzschreiber. Und da kann man jetzt malen, was man möchte. Ich schreibe jetzt hier unten einfach Herbst. Und mal mir hier noch einen kleinen Kürbis. Seid ihr eigentlich auch so herbstverliebt? Also ich mag den Herbst total gerne. Und dann kann man eine Lichterkette oder eine Druckleuchte, so wie ich, einfach hier reinstellen. Die Tüte oben einfach verschließen oder zutackern, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Ja, und schon habt ihr eine ganz einfache und mega, mega schnelle herbstliche Deko bzw. eine Herbstlaterne gebastelt. Vielleicht sieht das für euch gerade etwas komisch aus, weil ich hier zwei Äpfel habe, aber keine Angst. Das wird eine DIY-Idee und keine Back- oder Koch-Idee. Und zwar braucht ihr, wie gesagt, einfach Äpfel, dann eine Schnur oder Dekoband, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Ein Stückchen Papier, die Farbe spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe mich einfach für Grünes entschieden, weil das jetzt super zu den roten Äpfeln passt. Aber ihr könnt auch zum Beispiel braunes Naturpapier oder ein sonstiges Buntpapier nehmen, welches ihr schon zu Hause habt. Und zwar machen wir das so, dass wir das Papier einmal zur Hälfte falten. Ich brauche gar nicht so viel Papier. Ich glaube, das genügt. Und dann schneiden wir uns daraus ein paar Blätter. Wichtig dabei ist, dass an der Faltkante nicht durchgeschnitten wird, also dass die Faltkante quasi zusammen bleibt. Und hier noch ein Blatt. Also hier nicht komplett durchschneiden, gell? So, und dann mache ich mir mit einem Locher, stanze ich mir hier schon mal zwei Löcher raus. Einmal und zweimal. Und das Tolle ist, dass man jetzt die Blätter quasi einmal aufklappen kann und hier irgendwas Tolles schreiben darf. Ich schreibe hier einfach schön, dass du da bist. Und wenn man das dann zuklappt, kann man hier oben den Namen aufschreiben. Und ihr könnt euch jetzt vielleicht schon denken, was wir machen. Und zwar fädle ich mir hier einfach eine Schnur rein. Und bringe dann das Blättchen an den Apfel an. Hier die Schnur vielleicht noch etwas zurechtschneiden. Ja, und ihr seht, dann haben wir einen richtig tollen, saftigen Apfel mit einer persönlichen Nachricht und mit einem Namen. Das bedeutet, ihr könnt, falls ihr irgendeine tolle Party organisiert oder vielleicht im Herbst auch Geburtstag habt oder so, jedem Gast einen Apfel mitgeben, der eine persönliche Nachricht enthält. Und wenn man möchte, kann man hier drauf vielleicht noch eine Süßigkeit draufkleben oder den Apfel in eine Brottüte mit anderen Geschenken reintun. Man kann das natürlich auch etwas anders gestalten, und zwar zum Beispiel mit einem Geschenkband. Man kann das Band zum Beispiel um den Apfel herum wickeln. So. Es
Ganze zuknoten, und zwar ziemlich feste, dass das auch hält. Und dann kann man das Blatt hier einfach reinfädeln. Dann hat man einen richtig schönen Mitbringsel für die Herbst, Halloween oder sonst irgendwelche Partys oder Geburtstagsparty, ja, den man jedem Gast mitgeben kann. Jetzt zeige ich euch, wie ihr ganz einfach eine richtig hübsche Zimmerdeko machen könnt. Und zwar braucht ihr einfach ein kleines Körbchen, das habe ich aus dem Flohmarkt. Und dann war ich im Wald und habe mir ein paar kleine Stäbe gesammelt, Stöcke gesammelt und dann die einfach schön abgeknickt mit der Zange und hier mit einer Schlaufe, ja, gebündelt. Dann hatte ich zu Hause noch so eine Kordel und ein bisschen Schnur, etwas Band und eine schöne Serviette. Und die mache ich mir, die zerknülle ich mir schon mal. Und tu mir die Serviette hier in das kleine Körbchen rein, so. Und hier drin packe ich jetzt einfach irgendwelche tolle herbstliche Dekos. Ich habe nämlich zwei Kürbisse im 1-Euro-Laden gefunden und die kann man dann einfach hier schön verteilen. Und dann kann man das Körbchen einfach mit einem Band oder sowas, ja, dekorieren, verzieren. Und zwar mache ich mir hier einfach eine schöne Schlaufe. Die Schnur kann man einfach hier drumherum wickeln, wenn man mag. Und die gebündelten Stäbe einfach hier nebenan legen. Und schon hat man im Handumdrehen eine richtig hübsche, finde ich, Zimmerdeko gebastelt. Das kann man natürlich auch super auf den Esstisch, auf dem Balkon stellen oder sonst wo. Ihr könnt auch echte Kürbisse nehmen, also meine sind jetzt aus Plastik und die sind auch wetterdicht. Die werden auch nicht schlecht, aber ihr könnt, wie gesagt, auch echte Kürbisse nehmen. Ich hoffe, ihr macht die eine oder die andere Bastelidee auf jeden Fall nach. Zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben, falls euch meine herbstliche Inspiration gut gefallen haben. Und ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss! Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Tobilotta DIY-Inspiration-Video. Heute zeige ich euch verschiedene Arten, wie ihr Schmuck selber machen könnt. Also richtig schöner und einfacher Halsschmuck zum Beispiel. Oder ja, diese hübsche Halskette, die kann man ganz einfach aus Materialien machen, die man wahrscheinlich schon zu Hause hat. Und dann gibt es auch noch etwas für die Ohren. Also unbedingt dranbleiben, denn alle DIY-Ideen sind super, super einfach nachzumachen. Seid gespannt und bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Spaß und falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, unbedingt nachholen. Viel Spaß! Mit Washi-Tape kann man ganz gut Schmuck selber machen. Einfachen Schmuck, also nichts mega kompliziertes und das lässt sich auch super, super schnell umsetzen. Und ihr seht, ich habe hier richtig schöne Washi-Tape-Rollen und ich finde also gerade diese zwei hier eignen sich super, aber auch dieses hier. Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Als erstes schnappt ihr euch ein bisschen Washi-Tape von der Rolle. Und klebt es einmal. Also klebt die eine Seite auf die andere Seite des Washi-Tapes aufeinander, so. Das Ganze gleich nochmal wiederholen mit dem gleichen Muster. Also das Washi-Tape auf das andere kleben und dann das Ende einfach umknicken und auf die andere Seite kleben. Ich habe hier jetzt noch eine kleine freie Stelle, die noch klebt und da kann ich mir jetzt noch ein bisschen Washi-Tape ankleben. Wichtig ist einfach, dass beide Seiten schön beklebt sind mit dem Washi-Tape und keine Klebeseite mehr vorhanden ist. Also hier darf nichts mehr kleben und hier auch nicht. So, und dann habe ich jetzt ein
ja, quasi ein Washi-Tape streifen. Und jetzt schnappe ich mir ein bisschen Draht. Das ist jetzt ganz feiner Schmuckdraht. Ihr könnt aber, falls ihr so einen Draht nicht zu Hause habt, auch einfach einen Faden oder eine Schnur nehmen. Das würde genauso gut funktionieren. Ja, dann nehmen wir das Draht. Ihr braucht auch gar nicht so viel. Machen hier oben einen Bogen und zwirbeln das Ende einfach zu. So. Wichtig ist einfach, dass hier oben ein Bogen entsteht. Und dann kleben wir den Draht an Washi-Tape-Streifen an. Also so. Natürlich mit dem gleichen Muster. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe hier oben eine Öse und hier unten einfach ein Washi-Tape-Streifen. Was ich jetzt mache ist, ich schnappe mir eine Schere und schneide mir ein Oval aus. Also das Ganze einfach so ovalförmig ausschneiden. Und dann kann ich mit einer kleinen Schere, ich nehme jetzt da einfach eine Nagelschere, mir hier so ganz kleine Zäckchen schneiden. Zacken kann man dann mit dem Fingernagel ein bisschen, ja, spreizen, damit alle ein bisschen mehr zur Geltung kommen. Und denselben Schritt wiederhole ich auf der anderen Seite. Ja, und ihr könnt das bestimmt erkennen, was das geworden ist. Das ist eine richtig schöne Feder. Und ich finde, je nach Washi-Tape, welches man benutzt, bekommt man dann einfach auch einen anderen Effekt. Also wenn man die Feder so richtig schön bunt haben möchte, dann kann man ja, buntes Washi-Tape nehmen. Da kann man natürlich das nehmen, was man schon zu Hause hat. Und ich finde, ja, durch dieses Tape hat diese Feder einfach einen richtig schönen Glanz, auch durch diese Goldpartikel hier. Also passt das richtig, richtig gut. Und ich wiederhole das jetzt einfach nochmal. Also das Washi-Tape einfach umklappen. Umknicken so und aufeinander kleben. Und das klappt natürlich nicht immer so gut. Also ihr seht, hier habe ich immer noch Klebeseite, aber das macht gar nichts. Man schnappt sich dann einfach etwas mehr Washi-Tape und kann die Klebeseite einfach umkleben. Also in etwa so. Dann natürlich wieder das Draht, oben eine Öse formen, die beiden Enden verzwirbeln, die Öse dann am Washi-Tape ankleben und dann wie vorhin einfach daraus eine kleine Feder ausschneiden. Ja, und auch diese Feder ist richtig schön geworden, wie ich finde. Also das kommt wirklich auf das Washi-Tape drauf an. Wenn ihr richtig schönes Washi-Tape habt und daraus eine richtig schöne Feder macht, dann wird die Feder natürlich umso schöner, weil ihr natürlich auch schönes Washi-Tape genommen habt. Ach, keine Ahnung, ich weiß selber gar nicht, was ich erzähle. Auf jeden Fall habe ich hier zwei schöne Federn gebastelt. Ihr könnt natürlich auch eine dritte, eine vierte oder was auch immer basteln und fädelt einfach die Federn in eine kleine Halskette ein. Ja, und so sieht das dann aus. Und dann habt ihr im Handumdrehen richtig schöner Halsschmuck gebastelt. Das ist übrigens auch eine richtig hübsche Idee zum Verschenken. Und falls ihr zu Hause ja, keine Kette habt oder so, dann könnt ihr auch eine Kordel nehmen. Das geht genauso gut. Oder ihr zwirbelt euch eine Kordel einfach selber. Lederband geht natürlich auch. Also ja, Möglichkeiten gibt es auf jeden Fall so einige. Und das ist richtig schöner Halsschmuck, finde ich. Wie gefällt euch denn diese Idee? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Also ich muss sagen, dieser Halsschmuck gefällt mir wirklich total gut.
Für den selbstgemachten Schmuck braucht man einen Bügeleisen. Der ist gerade am Vorheizen, also seid auf jeden Fall vorsichtig, weil Bügeleisen werden richtig heiß. Das wollte ich einfach kurz gesagt haben. Und dann braucht man von der Flasche jeweils diese kleinen Ringe, die hier befestigt sind. Die gibt es in allen möglichen Farben. Ich habe das jetzt zum Beispiel in Rosa, aber die gibt es auch in Weiß und so weiter und so fort. Und zwar habe ich mir gleich ein paar Ringe besorgt. Dann habe ich mir aus Backpapier zwei gleich große Stücke ausgeschnitten. Und jetzt machen wir das so, dass wir die Flaschenringe auf das Backpapier legen. Und zwar oben zwei. Die dürfen sich auch ruhig etwas überlappen. Und dann der dritte Ring unten. Dann kommt das zweite Stückchen Backpapier einfach oben drauf. Am besten ist es, wenn ihr euch eine Unterlage nehmt, die hitzebeständig ist. Und dann kann man schon mal mit dem Bügeleisen das Ganze bügeln. Und zwar schön vorsichtig einfach Bügeleisen drauflegen und etwas andrücken. Mit Nagellack kann man das Ganze jetzt ein bisschen verschönern. Ich habe jetzt hier so einen rosa Perllack. Hier kann man das Ganze einfach so ein bisschen verstreichen, damit es auch schön glänzt. Ja, und wenn die dann richtig schön trocken sind, kann man hier noch so einen Ohrsteck einfädeln. Und dann hat man, ja, süße und einfach nachzumachende Ohrringe gebastelt. Ja, ich schnapp mir hier wieder ein bisschen Backpapier. Das habe ich mir ebenfalls wieder zurechtgeschnitten. Einfach zwei Streifen. Und dann nehme ich mir ein paar Röhrchen in den Farben Rosa, Blau und Gelb. Die halbiere ich einmal mit der Schere. Lege dann die Röhrchen schön nebeneinander auf das Backpapier. Leg das zweite Stückchen drauf und bügle mir das Ganze mit dem Bügeleisen. Das geht auch relativ schnell, also einfach etwas andrücken und bei maximaler Stufe bügeln. Wenn das trocken ist und kalt geworden ist, kann man das einfach abziehen. Und daraus schneiden wir uns jetzt einfach ein Herz. Wenn man möchte, kann man mit einem wasserfesten Filzstift die Ränder ein bisschen dekorieren. Dann kann man sich mit einem Locher da einfach ein Loch stanzen. Und das Herz als Anhänger an einer Kordel oder einer bestehenden Kette einfach einfädeln. Und schon hat man im Handumdrehen einen richtig schönen und einfachen Herzanhänger gebastelt. Ich bin mir sicher, für diese Idee habt ihr das Material bestimmt alle zu Hause. Und zwar habe ich mir Salzteig angerührt. Salzteig geht wirklich ganz einfach. Ich kann euch das Rezept ganz gerne kurz durchgeben. Und zwar braucht ihr für den selbstgemachten Salzteig 1 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Salz und ca. 1 Esslöffel Wasser. Ja, der Teig sollte schön geschmeidig sein, aber nicht mehr an den Fingern kleben. Und davon nehme ich mir jetzt ein kleines Stückchen, forme mir eine Kugel, drücke die Kugel ein bisschen platt, vor allem an den Seiten, und mache dann in der Mitte mit einem Bleistift ein Loch. So, das lege ich hier schon mal zur Seite. Dann nehme ich mir ein bisschen Draht . Forme mir mit Hilfe einer Zange oben eine kleine Öse in etwa so . Kürze das Ganze
stecke dann die Öse in meinen Mini-Donut rein und lasse das Ganze für circa 1-2 Tage irgendwo, wo es warm ist, trocknen. Ich habe das natürlich schon ein bisschen vorbereitet, und zwar sehen meine Mini-Donuts so aus, die sind total trocken und hart geworden, und die Oberfläche kann man nun mit Lackmalstifte oder mit Lackfarbe, also mit Fingernagellack, anmalen. Und zwar werde ich hier eine leckere Glasur malen. Und dann kann ich mir ein paar Streusel einzeichnen. Ja, und wenn man dann mit dem Resultat zufrieden ist, kann man die Mini-Donuts an einer Kette befestigen. So, und schon hat man im Handumdrehen richtig coolen Schmuck gebastelt, beziehungsweise ein Anhänger in Donutform.